Hi Leute, dieses Video ist für den Webby von Funny Girl Melly. Applaus! Also, ich mache drei Aufgaben. Und also die erste ist ein LPS-Mann. Und ja, und diese Aufgabe stelle ich jetzt vor. Ich hoffe, es gefällt dir. So, das ist nun das erste LPS. Ja, es ist ein Nini, also ein Nilpferd. Genau das, also so ähnlich wie das deines dich darstellt. Und ja, ich hoffe, es gefällt dir. Es ist ganz groß. Und ja, hier sind noch ein paar Malereien. Ja. Und ja, dann gehen wir mal zu dem nächsten LPS. Dieses Flughörnchen. Ja, ich hätte es selbst gerne als LPS, weil ich finde das voll süß. Also im Internet habe ich es gesehen. Und dann habe ich es einfach gemalt. Und ja, es hat dieses Kissen als Zubehör. Ist jetzt nicht so schön, aber egal. Zum nächsten. Dieser Löwe mit diesem Fressen. Ja, ich hoffe, er gefällt dir auch. Und ja, zum nächsten LPS. Diese süße Katze mit dieser Baus als Zubehör. Ja. Zum nächsten LPS. Dieses Pferd. Ja, mit diesem Sattel. Ja, der ist mir nicht so gut gelungen, aber egal. Ja. Das sind sie hier nochmal alle. Und hier auch nochmal das Nähpferd. Ja, also das war diese Aufgabe. Und jetzt kommt die nächste Aufgabe, die ich mache. Und zwar 5 LPS vorstellen. Ja, fangen wir doch gleich mal an. Das ist Kimberly. Ja, sie ist ein Reh. Und sie war also ziemlich eine meiner ersten. Und ihre Merkmale sind diese riesigen Augen. Deswegen, ja, sie ist ein typisches Reh. Zu dem nächsten. Das hier ist Appleblum. Ja, sie ist ein Pferd und sie hat auch hier zu erkennen an diesen Punkten. Und ja, und sie hat immer solche tüllartige Sachen an. Genau. Machen wir mal weiter. Das hier ist Sparkle. Ja. Sie ist ein Chihuahua, glaube ich zumindest. Und ja, sie sparkelt eigentlich nicht ohne diesen Teil hier. Aber sie wollte sich glitzerig machen. Deswegen hat sie sich diesen Ding da gekauft, den ich übrigens selbst gemacht habe, ja. Ja, sie ist halt Sparkle. Hi. So, das waren die Mädchen und jetzt kommen die Jungs. So, das ist Jake. Und ich weiß, fast jeder solche Aussehenden heißen Jake, aber ich finde Jake irgendwie passt zu ihm und ja. Genau, und er ist ein Mädchenschwarm. Und er hat immer diese Sneakers an. Genau. Das hier ist Nelson. Ja, er ist eine Giraffe und er ist frech. Und auch cool. Er ist auch ein Mädchenschwarm. Und ja, er ist zu kennen an seinem langen Hals. Genau. Und an diesem Kopfhörerteil. Ja, das waren die 5 LPS. Und ja, und jetzt kommt noch eine Aufgabe und zwar einen Kurzfilm drehen. Und ich drehe einen witzigen Kurzfilm. Ja, ich hoffe, er gefällt dir. Mom, Dad, was ist los? Schatz. Wir müssen über deine Pubertät reden. Och Mann, ich mag nicht in die Schule. Ja, gar kein Bock. Keine Schule! Dad, was ist mit deinem Körper? Was ist denn los, Schätzchen? Es ist doch gar nichts.
Die Jugend hat immer etwas zu meckern. Mama, ja, mein Schatz, ich habe Angst vor Donner. Die ist ja süß. Willst du mit mir Physik üben? Das war's. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen, Funny Girl Maddie. Und ich hoffe auch, dass ich gewinne bei diesem Verbi. Also, jeder hofft es. Also, ich hoffe es auch. Ja, und jetzt mache ich einfach noch eine kleine Dio-Show hinten dran. Und ja, noch viel Spaß dabei. Und ciao. Bye, bye. Und euch allen. Ciao.